Frau Moser, Sie fangen die neue Saison mit einem Goal an. Sehr schönes Goal. 5:1 gegen St. Gallen. Es ist fast, als hätte die alte Saison nicht aufgehört. He? Ja, es ist natürlich sehr erfreulich, dass wir so gut gestartet sind, dass wir so manches Goal können schiessen konnten. Sicher war noch nicht alles super gewesen, aber ich denke, es ist mal ja, ein gelungener Start. Wir haben nicht so genau gewusst, wie stehen wir, wie gut ist St. Gallen. Die erste Runde war recht überraschend gewesen, von den Resultaten, hat es mich gedacht. Und darum ja, sind wir auch heute doch ein bisschen nervös gewesen, aber gesunde Nervosität ist immer gut und ich bin sehr froh über den Sieg heute. Jetzt ist eine spezielle Situation für euch hier. Ihr habt ein Match gehabt, wieder Pause, Nazi-Pause und dann kommt gerade die Champions League. Wie stellt man sich auf das ein? Ja, sicher ist nicht eine optimale Vorbereitung auf den nächsten Match, aber ich denke, die Spielerinnen, die in die Nazi gehen, können auch profitieren. Wir können weiterhin zu den Sachen arbeiten, die wir dann in den Matchen umsetzen wollen. Pause kommt sicher ein bisschen zu einem ungünstigen Zeitpunkt, aber wir müssen das Beste daraus machen. Wir können es nicht ändern und ich denke, wir können die Zeit auch gut nutzen, um uns optimal vorbereiten. Und ich hoffe, dass wir die von der Nazi nicht zurückkommen, so schnell wie möglich wieder eingliedern können und dass wir dann top vorbereitet werden für den nächsten Match. Viele Leute haben Fragen gehabt wegen dem jungen Kader, den er jetzt hier aufbietet. Das 5:1, ist das eine Ansage für den Rest der Saison? Ja, die Jungen brauchen sicher ein bisschen Zeit, um sich an höheren Rhythmus zu gewöhnen. Im Training haben sie jetzt schon können die ganze Vorbereitung mitmachen. Ich denke, heute haben die Jungen, die gespielt haben, auch eine sehr gute Leistung gezeigt. Sicher braucht es bei der einen oder anderen noch ein bisschen mehr. Aber sie geben ihr das Beste und wir probieren sie so gut wie möglich immer zu unterstützen und ihnen zu helfen, was es braucht. Und wenn sie das annehmen und wenn wir als Einheit gut auftreten, dann werden sie sicher noch für positive Schlagzeilen sorgen. Frau Bernet, Sie sind sich ja gewohnt, hier zu shooten, aber jetzt mal in einer anderen Farbe. Wie hat sich das angefühlt? Ja, es war schon ganz etwas anderes. Man hat alle anderen wieder gesehen, aber wir sind in einer anderen Mannschaft. Wir hatten eigentlich das Ziel, zum Zürich schon ein bisschen mehr zu fordern. Wir haben uns ein bisschen zu viel spielen lassen. Zu viel Raum. Es sind zu viel Raum gehabt. Und ja, aber schon klar, wir sind aufgestiegen, ganz viele junge, neue Spielerinnen, Zürich erfahren. Ja, und das hat man schon auf dem Spielfeld gemerkt. Und doch, wenn ihr ja gegen Lugano es noch zu noch holt im ersten Match, hat man mit ein bisschen Hoffnung auf Zürich gekommen und hat gemeint, man kann da wahrscheinlich ein besseres Resultat als das 5-1 rausholen, oder? Ja, natürlich. Das 0-0 gegen Lugano, das war wirklich super gewesen, positiv gewesen. Und da wollte man eigentlich da gegen Zürich wiederholen. Aber ja, früher schon ein Goal bekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann aber doch nochmal probiert. Gleich noch ein Goal geschossen. Probiert, gekämpft, das haben wir. Es reicht einfach noch nicht, um ein positives Resultat rauszuholen. Reden wir von Goal. Sie selber machen jemanden, die gerne Goal. Jemand, der mit ihnen hier reingewechselt hat, zwar Patricia Willi, macht auch sehr gerne Goal. Sie ist jetzt noch verletzt. Was kann man erwarten von St. Gallen jetzt in der Nationalliga? Ich denke, wir brauchen sicher noch Zeit. Eben, wir sind wirklich ein neues Team, ganz viele junge, neue Leute und wir brauchen Zeit. Aber ich denke schon, das Ziel ist die Liga halt, aber ein paar Punkte müssen wir holen, ein paar Siege müssen wir hin und jetzt einfach Zeit lassen und das kommt. Herr Del Santo, du hast sie jetzt gesehen, die Generalprobe in der Meisterschaft. Ich würde sagen, das 5:1 gut gelungen. Ja, wir sind gut gestartet. Wir sind relativ früh in Führung, was sicher alles geholfen hat, um die Nerven ein bisschen zu beruhigen. Wir konnten dann ansetzen mit dem 2- und 3-0. Wir haben gute Sachen drin gehabt, aber wir haben auch gesehen, dass wir noch ganz viel arbeiten müssen, weil wir am Gegner auch immer wieder ein bisschen zu viel Freiraum gelassen haben. Wenn wir das anschauen, nach 20 Minuten 3:0, sind immer die erfahrenen Spielerinnen, die es richten. Klar, Lydia Andrade schießt dazwischen noch das Goal, aber ist da fast eine zu grosse Abhängigkeit von den Nationalspielerinnen? Ja, wir sind froh, sind natürlich die geblieben. Ich meine, letztes Jahr sind noch viel mehr erfahrene Spieler da gewesen und die sind jetzt auch weg und die haben wir müssen ersetzen. Und wie gesagt, Lydia Andrade hat ihre Sache gut gemacht, ist ein junges Talent eigentlich, wo ihre Chance heute genützt hat und das Goal gemacht hat. Es ist jetzt, die Erfahrenen haben die Goal gemacht, aber es sind auch noch 7 von letztem Jahr noch dabei gewesen, die auf dem Platz waren. Also die Jungen haben es schwierig gehabt, heute mehr zu machen als die Erfahrenen.
Wenn wir das anschauen, für sie die Saison etwas später losgegangen, kein Cup gehabt, dann den ersten Spieltag ausgelassen. Jetzt kommt schon wieder eine Pause und dann reist man nach Minsk. Wie schwierig ist das für einen Trainer, mit einem Pflichtspiel nach Minsk zu reisen, an die Champions League? Ja gut, wir haben noch zuerst Lugano spielen, bevor wir auf Minsk gehen natürlich. Aber das kommt gerade am Wochenende vorher. Ja, ich wäre froh gewesen, hätte ich nächstes Wochenende noch mal ein Spiel mehr gehabt. Aber jetzt kommt halt Nazi-Spiel. Dort sind 3-4 dabei, die noch mal ein bisschen Spielpraxis sammeln können. Für uns ist es natürlich sicher nicht ideal. Wenn man aber auf den Kalender schaut, eigentlich nicht einmal ganz so schlecht, dass man in der Saison zuerst mit dem Aufstieg anfängt und dann mit dem zweiten Champions League teilnehmen, oder? Ja, auf jeden Fall. Für uns war es sicher gut gewesen. Haben wir vielleicht nicht gerade einen super starken Gegner gehabt heute. Oder sagen wir es anders, einer von denen, der vorne mitspielen kann. Sondern ein bisschen, ja, mit dem Aufsteiger ein Gegner, der machbar war. Von dem her sind wir froh. Nachher kommt der nächste Champions League Mannschaft, die eben auch dort spielt. In Lugano ist sicher ein guter Prüfstein, auch bevor wir auf Minsk gehen. Herr Zwiesig, die Premiere in der NLA gelungen, noch zu noch gegen Champions League Teilnehmer. Jetzt kommt man zum grossen Meister. Ein bisschen ein Dämpfer, oder? Ja, wir müssen Lehrgeld zahlen heute. Es ist in dem Sinne keine Überraschung, dass wir verlieren. Wir wissen, dass wir noch arbeiten müssen. Wir haben ein sehr, sehr junges Team. Wir müssen Fortschritt machen. Und ich habe auch damit gerechnet, dass Niederlagen kommen. Wichtig ist, dass wir dranbleiben und immer noch guter Dinge sind. Für mich selber ist es wichtig, dass alle gekämpft haben. Es war relativ schnell entschieden schon. Aber trotzdem haben wir weitergemacht und wir haben uns nicht geholt und das ist wichtig. Reden wir von der Entscheidung. Fabian Humm natürlich schießt Goal am Laufmeter, weiss man. Er taucht zweimal hinter ihrer Dreierkette auf. Hätten Sie im Nachhinein vielleicht lieber mit vier gespielt? Ja, wir haben eigentlich Viererkette gespielt. Von dem her ist es nicht sicher nicht an dem. Es ist eine individuelle Klasse, die sich dann halt auch durchsetzt. Und ich kann nur sagen, wir müssen dazulernen. Und, wir haben junge Spielerinnen, wir haben die Hälfte der Spielerinnen haben noch nie ein Nationalspiel gemacht, die auf dem Platz sind. Wir haben 15- und 16-jährige Spielerinnen auf dem Platz heute. Es ist halt so, wir müssen mit denen arbeiten, die wir jetzt haben. Und das sind willige, gute Spielerinnen. Aber manchmal braucht es noch ein bisschen, bis man an die Leistung herankommt, die jetzt notwendig war. Heute haben wir es nicht ganz geschafft. Nicht vom Willen her, aber von der Klasse her war Zürich besser gewesen. Es war ein langer Sommer, jetzt 3 Matches. Die erste Pause, ist die willkommen für einen Trainer oder hat man lieber durchgespielt? Ja, für mich ist es nicht so schlecht. Wir haben mal viel mehr Spieler gehabt, das Kader ist jetzt recht reduziert worden. Jetzt können wir ein bisschen intensiver arbeiten, sage ich jetzt mal. Wir können noch mal ein bisschen zusammenwachsen. Von dem her ist für mich sicher nicht schlecht. Wir können mal auch ein bisschen Bilanz ziehen, wo wir stehen. Und ja, geht alles ein bisschen ruhiger. Bei uns sind hat diverse Ferienabwesenheiten von Trainern und Spielerinnen und jetzt können wir wirklich mal richtig arbeiten.